einmal in die Arbeit eines echten Feuerwehrmanns reinschnuppern. Für die Kinder der ersten und zweiten Klassen der AHS Bruck wurde das zur Realität. Beim Firefighter Action Day der Stadtfeuerwehr konnten die Kinder in 5 Stationen etwas über die Aufgaben der Feuerwehr erfahren, aber auch selbst Hand anlegen. Wir zeigen die Atemschutzgeräte, die Sauerstoff-Kreislauf-Geräte, die bei uns in der Feuerwehr verwendet werden. Ebenso den Tauchstützpunkt wird erklärt. An der zweiten Station das Drehleiterfahren, was immer sehr beliebt ist. An der dritten Station zeigen wir natürlich auch das Rüsthaus, was sehr wichtig ist, inklusive unseren neuen historischen Schauraum. Auf der vierten Station hinter mir sehen Sie jetzt den technischen Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Hier zeigen unsere geübten Kameradinnen und Kameraden vor, wie man ein Auto zerlegt, unter Anführungsstrichen. Aber auch natürlich die Kinder können mitarbeiten. Und die fünfte Station ist die Entstehungsbahn. Bekämpfung, wo wir auch das Thema auf Spraydosen hinlenken wollen und den Kindern zeigen, wie gefährlich sind Spraydosen und was passiert mit Spraydosen unter Hitzeentwicklung, und dort lassen wir es auch clashen. Spaß und Action auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lernen die Kinder aber auch, wie sie sich in gefährlichen Situationen verhalten sollen. Für die Feuerwehr sind solche Aktionstage wichtig, um bereits die Kinder auf sich aufmerksam zu machen. Wird es in den letzten Jahren immer schwieriger, junge Menschen zur freiwilligen Feuerwehr zu bringen. Früher war es sehr leicht, die Jugend zur Feuerwehr zu bringen. Heute natürlich, das Freizeitangebot ist viel größer. Und deswegen müssen wir auch solche Aktionstage starten, um wirklich auf uns aufmerksam zu machen. Überhaupt im städtischen Bereich hier in Bruckenummer sind wir natürlich für jeden einzelnen Nachwuchs wirklich, wirklich sehr offen und sehr dankbar, wenn uns wer natürlich unterstützen würde. Der Firefighter Action Day wurde heuer als Pilotprojekt erfolgreich gestartet und soll im nächsten Jahr definitiv eine Fortsetzung finden. Einmal in die Arbeit eines echten Feuerwehrmanns reinschnuppern. Für die Kinder der ersten und zweiten Klassen der AHS Bruck wurde das zur Realität. Beim Firefighter Action Day der Stadtfeuerwehr konnten die Kinder in 5 Stationen etwas über die Aufgaben der Feuerwehr erfahren, aber auch selbst Hand anlegen. Wir zeigen die Atemschutzgeräte, die Sauerstoff-Kreislauf-Geräte, die bei uns in der Feuerwehr verwendet werden. Ebenso den Tauchstützpunkt wird erklärt. An der zweiten Station das Drehleiterfahren, was immer sehr beliebt ist. An der dritten Station zeigen wir natürlich auch das Rüsthaus, was sehr wichtig ist, inklusive unseren neuen historischen Schauraum. Auf der vierten Station hinter mir sehen Sie jetzt den technischen Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Hier zeigen unsere geübten Kameradinnen und Kameraden vor, wie man ein Auto zerlegt, unter Anführungsstrichen. Aber auch natürlich die Kinder können mitarbeiten. Und die fünfte Station ist die Entstehungsbahn Bekämpfung, wo wir auch das Thema auf Spraydosen hinlenken wollen und den Kindern zeigen, wie gefährlich sind Spraydosen und was passiert mit Spraydosen unter Hitzeentwicklung, und dort lassen wir es auch clashen. Spaß und Action auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lernen die Kinder aber auch, wie sie sich in gefährlichen Situationen verhalten sollen. Für die Feuerwehr sind solche Aktionstage wichtig, um bereits die Kinder auf sich aufmerksam zu machen. Wird es in den letzten Jahren immer schwieriger, junge Menschen zur freiwilligen Feuerwehr zu bringen? Früher war es sehr leicht, die Jugend zur Feuerwehr zu bringen. Heute natürlich, das Freizeitangebot ist viel größer. Und deswegen müssen wir auch solche Aktionstage starten, um wirklich auf uns aufmerksam zu machen. Überhaupt im städtischen Bereich hier in Bruckenummer sind wir natürlich für jeden einzelnen Nachwuchs wirklich, wirklich sehr offen und sehr dankbar, wenn uns wer natürlich unterstützen würde. Der Firefighter Action Day wurde heuer als Pilotprojekt erfolgreich gestartet und soll im nächsten Jahr definitiv eine Fortsetzung finden.